Beim letzten Mal in Tales of Arise. Alter, was geht denn hier ab? Fuck, ich bin eingefroren. Verdammte Scheiße. Und ich brauche ein Apfelgelee. Und ich bin eingefroren. Und ich brauche ein Apfelgelee. Und ich bin eingefroren. Dankeschön. Ich kann mich wieder bewegen. Wunderbar. Und nun zurück zur Rebellion. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Arise. Im Schneegestöber stehen wir hier in unserer Rüstung und haben beim letzten Mal einen Zwischenboss vernichtet. Genau in diesem Areal hier. Und das war schon ein heftiger Kampf, der auch wieder ultra Spaß gemacht hat, wie bisher echt alles an diesem Game. Und kurz so nebenbei möchte ich mal erwähnen, wundert euch nicht, wenn in der ein oder anderen Folge vielleicht meine Stimme ein kleines bisschen leidend klingt. Das liegt dann daran, dass ich in diesem Game hier gerade so viele Videos am Stück hintereinander aufnehme, wie in noch keinem zuvor. Einfach, ich kann nicht aufhören, Leute. Es ist einfach geil, es macht einfach so einen Spaß. Versteht mich nicht falsch, ich habe mit den ganzen anderen Spielen auf dem Kanal auch viel Spaß und auch Spaß gehabt mit denen, die abgeschlossen sind. Überhaupt keine Frage, aber die haben ja einfach alles so gut zusammengebracht, zumindest für meinen Geschmack, dass ich hier einfach weitermachen muss. Ich kann nicht aufhören, Leute, ich kann einfach nicht aufhören. Deswegen entschuldigt bitte, falls meine Stimme ab und zu mal ein bisschen streiken sollte. Wir gucken, dass wir trotzdem so gut wie möglich weiterkommen. Ich kann es selbst kaum glauben, dass ich hier, dass mir das Spiel so eine hohe Motivation gibt. Es ist Wahnsinn. Also, dass ich hier wirklich die 18. Folge in zwei Tagen am Stück aufnehme, das hatte ich sonst bei noch keinem Let's Play. Das ist echt unfassbar. What do you notice now? It smells like blood. Oh. This is... All these Zugels, they're dead. What happened here? Wir waren's nicht. They didn't do this to each other. So then how... The shit? Ölquelle. Did all of this? Da shit. Wer zur Hölle ist das? Whoa, calm down. The fuck? Fragezeichen? Who was that guy? Do you think he could have been the lord we're looking for? Ganabelt? I doubt a lord would deign to roam around a place like this alone. Besides, what business would a Renan have with killing Zugels? Now that I look at it, it was a good call staying out of his way, I think. Look at this. He took them out with a single slice. This guy's no amateur. You okay? Yeah. We should get going. Zephyr needs us. Yeah? That knight back there sure wasn't messing around. If he's not a lord, what is he? I have no idea. I've never seen anybody like him. Well, he definitely doesn't seem to be a friend, that's for sure. Hopefully we don't run into him again. Alter, ja, das möchte ich auch nicht. Der nimmt uns doch mit einem Hieb auseinander. Shit, wir haben ein Problem, wenn wir dem nochmal begegnen, ne? Fuck. Alter, das war ein Auftritt, oder? Ah, da wird sich doch nicht noch ein Feind auftun. Wir haben doch schon genug zu tun. Thank you.
Willkommen im Land des Funkelglanzes, Syslodia. There it is, Sisloden. What's with those beams of light? They don't strike me as your everyday streetlights. They're kind of the key to this whole realm. You'll see what I mean when we get there. What's on your mind? First, Rinwell appears out of nowhere, right after we beat Balsef. Then, we bump into Zephyr's son, who's with the enemy. Somehow, we get away scot-free because the Snake Eyes don't even bother chasing after us. Is it really a coincidence? You think it was a trap? Well, what? But I would never... If not for the whole Astral Arts episode, I'd be worried. But no, she's not behind this. Perhaps an unwitting pawn in someone else's plan. What? All this to capture Zephyr? Maybe. All I know is it all slots together a little too nicely for my liking. Not that dwelling on it'll get us anywhere. Trap or otherwise, we've got a lord to defeat. So how do we get inside? What? Well, we can't just march into the Viper's nest through the front door, surely. There's a secret passage near a spring on the outskirts of the city. We can get in through there. Okay. Aber da bringt Shion einen interessanten Fakt auf. Na? Weil wenn man mal so drüber nachdenkt, irgendwie hat sie dann einen Punkt, oder? Also... So ganz außer Kraft setzen kann man ihre Argumente da nicht. Wir campen mal eben kurz. Vor allem taucht da noch dieser Typ auf. Huh? Why are you looking at me like that? Sieht niedlich aus. Are those mage clothes that you're wearing? Nee. So what if they are? Nicht mehr. The large hood is cute. And it's big enough to hold Hoodle, too. Huh? And the way the fabric is cut into strips is really unique. I had no idea this sort of fashion existed on Dana. Quit staring! Did I say something to offend you? No, I think she's just not used to the attention. Ja, sie haben natürlich über die Standardkleidung geredet, ne? Nicht über die, die wir angelegt haben. Und wir haben noch einen Skit, die verschiedenen Dana-Reiche. As if this place wasn't cold enough, it's also pitch black. I'm amazed anyone can live in this realm. Seriously. Having all this snow everywhere makes it harder to walk or get anything done. And not having any light to see by makes the uneven terrain even more difficult. Calaglia's no walk in the park either. It's dusty and there's rocks everywhere. And it's on fire all over the place. Yeah, you're right. Now that you mention it, all those fires are a pretty weird phenomenon. They were always so annoying to navigate around. Out here, fire's as important as water to our survival. So are the trees we use for firewood. Is it that rare to see the sun here? Not just rare. Until I went to Calaglia, I'd never seen sunlight before. I'd only heard about it. I couldn't believe just how hot and bright it seemed to be. But I guess in most realms, it's just a fact of life. You're used to it. It's pretty interesting, isn't it? The way the sorts of things people take for granted change from one place to another. Tja, das ist wohl wahr. Wir rasten mal eben. Ja, wir könnten mal wieder was kochen. Warum eigentlich nicht? Verteidigung hoch. Erhöhter Angriff. Ja, komm. Das kochen wir mal. Vielleicht mit Rinwell? Wenn sie ein bisschen übt, kriegt sie vielleicht ein paar Fähigkeiten dazu. Mind if we chat a little? Achso, das ist jetzt das Bonding. Hm, klar. Kein Skit? Good night. Okay. Kein Skit an der Stelle. Aber
Für Shion bodenloser Magen. Das wussten wir auch vorher schon. Erhöht Angriffs- und Elementarangriffsstärke, während Kocheffekte aktiv sind. Okay, alles klar. Was, Speerstreich? Feuert eine riesige Welle Astralenergie horizontal ab. Ja, dann nehmen wir doch glatt mal mit, was soll's. Another day, another gold. Könnten wir auch gleich mal in die Artis reingucken? Haben wir was Neues? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Oder? Nee, wir haben alle schon ein paar Mal genutzt. Nee, nichts komplett Neues. Okay, dann bleibt das, wie es ist. Hier bleibt es auch bei Zweien. Okay. Sieht's denn aus hier? Shion hat ja einiges dazu bekommen. Was macht denn unsere liebe Rainwell? Mhm. Ja, gut. Okay. Dann gucken wir mal, was der Händler hier so hat. Wir könnten uns jetzt den Sturmflügel bauen, ne? Aber wäre der nicht vielleicht ein bisschen zu heftig? Ich weiß es nicht, ne? Wobei, es geht noch, ne? Hätte man sonst so... Oh, für sie hätten wir auch jetzt endlich mal was Neues. Dann machen wir erstmal das. Ja, wir machen erstmal den Zackenbarschflut. Was auch immer das für ein Name sein soll. Fertigen und ausrüsten. So, für Rinwell haben wir nichts Neues, aber dann würde ich mir tatsächlich vielleicht noch die neue Waffe gönnen. Ja, komm. So, wir haben 3 Eisenstücke, die wir verkaufen können. So, Zubehör. Hat er denn was Neues? Schneidemblem, ist das neu? Nee, ne? Nö. Ich glaube nicht. Können wir unseres... Nee, zum Aufwerten haben wir auch nichts. Gut, dann schauen wir mal, was er im Angebot hat. Wir könnten uns mal ein paar Apfelgelees mitnehmen, ne? Vielleicht 4 davon. Allheilmitteltrank, nö, aber Trank des Lebens haben wir auch noch. Kopfsalate haben wir, Sügelhautrüstung brauchen wir nicht. Haben wir sonst irgendwas, was uns aufwerten würde? Nicht wirklich. Okay, was könnte man denn verkaufen? Ich weiß nicht, Waffen will ich eigentlich gern behalten, nicht, dass wir damit noch was machen können, man weiß ja immer nie. Rüstung. Es bringt doch nicht viel Geld, ne? Also von daher würde ich das vielleicht lassen wollen. Vorsichtshalber. I'm impressed how well balanced this thing is. Und weiterziehen. Oh. I think he's saying something's over there. Ja. Yeah. Quest begonnen, der Eulenwald. Okay. Ach, guck. Joshua. Oh! Do you sense one of your friends, Hoodle? Oh! Was ist das? Das ist ja geil! What? Warte mal. Why did the weather change all of a sudden? The snow's gone, and it doesn't even feel cold anymore. Just what's going on? What is this place? I see something big farther in. Is that a zookle? No, an owl? Hoodle doesn't seem too wary, so it's probably not hostile. Let's go see what's up then. Stay sharp. Okay, nähere dich der großen Eule. The shit? Ah. Was ist denn hier los? Da drüben sind ganz viele Eulen. Oh, sind das Bäume für die verschiedenen Bereiche im Spiel?
The shit? What the... Hä? Mitternachtskampftracht. Garnelige Kleidung, die von oben bis unten eingefärbt wurde. Perfekt für spätnächtliche Ausflüge. I don't get it. Why has it suddenly started giving us things? Hey, is that owl beckoning us over? I think it is. It's the owl we rescued before. Then maybe that's what the gifts are all about. It's thanking us for saving its friend. This one isn't just bigger than Hoodle, though. Something about it seems almost regal, don't you think? What if it was the king of the owls? Would that make the other one the queen? You think so? Yes, they're clearly a pair. Is this some kind of owl sanctuary? It's such a big place, though. I wonder if those two were living here all alone until we rescued that owl. I thought no other owls existed, but here they are. And a king and queen by the looks of them. You never know what other ones might be out there until we look for them. It's not like you were searching the whole world over yourself, right, Rinwell? That's... well, I mean, yeah. I guess you've got a point. Hey, Hoodle. How about we find more of your friends and tell them about this place? It can be a little side mission on our trip, if that's okay. Klar. It's fine with me. We'll find as many as we can. Thank you. Kein Ding, Mann. Auf jeden. Oh. Rinwell? It's nothing. Don't mind me. Ready to move on? Alles okay? Rinwell, Eulenfreundin. Erhöht maximale AL um 1. Schön. Was haben wir hier sonst noch so? Ein Unterstützer Arte, dass das Durchdringen eines Verbündeten für eine bestimmte Zeit um 30% erhöht. Stellt AL wieder her, nachdem ein Gegner besiegt wurde. Erhöht die Menge der Boost-Anzeige, wenn ein Gegner besiegt wird und erhöht den Elementarangriff basierend auf der Anzahl an Eulen, die sich versammelt haben. Okay. Okay, ja. Dann vielleicht noch... das? Mann, Mann, Mann. So, ich hab noch ein bisschen was. Rauer Winter? Könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Hm. Was haben wir hier noch Schönes? AL-Wiederherstellung durch perfektes Ausweichen abwehren. Erhöhter Schaden an Schwachpunkten. Ja, ich glaube, das sollten wir mal mitnehmen. Der Eulenwald. Eulen, die du findest, ziehen in den Eulenwald. In diesem Wald leben auch ein Eulenkönig und eine Eulenkönigin. Sprich mit dem König, damit er die Belohnung je nach Anzahl gesammelter Eulen gibt. Okay, wir können auf jeden Fall mit ihm sprechen. Was ist mit der hier? Okay. Ja, ja, ist ja gut. Ich hätte gern mal ihn hier. Hat aber ein Ausrufezeichen. Gut, ja, scheint aber nicht... Na doch, jetzt ging's. Kriegt man was? Apfelchili! Trank des Lebens, Orangengelee, Allheilmitteltrank,
Adelsblüte? Altmodische Kleidrüstung aus Lenegis. Dank ihrer bunten Blumenbemalung ist sie jungen renäischen Frauen sehr beliebt. Adelspurpur, altmodische Kleidrüstung aus Lenegis. Das leidenschaftliche Purpur, das sie ziert, bringt den weiblichen Charme ihrer Trägerin zur Geltung. Okay. Okay. Dürfte was für Shion sein, oder? Adelsblüte? Ach! Okay. Das sieht mir aus wie... Ja, das sind Variationen ihres Originalkleids. Oh, Alter, das sieht aber auch heiß aus. Dunkelrot-schwarz geht auf jeden Fall klar. Nur halt nicht für die Umgebung hier. Da bleiben wir beim Kriegsmaid-Outfit. Aber grundsätzlich, die Farbvariationen gefallen mir erstmal. Ja. Gut. Wie es aussieht, ist auf dieser Stange noch Platz für ein paar Eulen. Auch hier. Das heißt, wir haben im ersten Gebiet nicht alle gefunden, wie es aussieht. Na gut. Geht ja sonst noch was? Nö, ja? Ja, nö. Ansonsten können wir hier wahrscheinlich nicht viel machen. Dann lasst uns mal zurückgehen. Ja, schön. Das ist ja süß. Du bist ein Infopoint, ha? Ach nee, hier gehen wir zurück, ha? Ja. I think Hoodle senses an owl around here. War der Zugangspunkt. Geil. Na gut. Wir ziehen weiter. Lasst uns doch zuerst mal nach rechts abbiegen und mal gucken, was da ist. Ansonsten haben wir hier zwei Ausgänge. Ich mach mal lieber einen Speicherstand hier an der Stelle. So the guys we saw back in Messiah were snake guys. And your group fighting them is... The Silver Swords. Heck, we even have members working within the Snake Eyes gathering intel for us. Sounds like it involves a lot of double-crossing. It does. But it keeps us alive and one step ahead. Calaquia wouldn't have been liberated without those double agents. Das kann ich mir gut vorstellen. Guck mal, hier haben wir wieder so einen Anlegeplatz. Aber wir können hier nicht ins Wasser springen. Das muss was anderes damit auf sich haben. Ja, vermutlich werden wir hier wirklich irgendwann angeln. Das ist schon der zweite Platz von denen, die wir gefunden haben. Gut. Dann verkloppen wir noch ein paar Wölfe. Get lost! Be still! Rising Phoenix! Take this! I'll take you all on! I'm not done! By the power of destruction! Who wants to die? May a thousand gales here I come! Demon pit! A freezing storm! Huh? Ice tornado! You're May mine. A thousand gales carry You're you finished. To breath! Well, looky here! Okay. So, wo lang jetzt? Geradeaus oder nach links? Das ist die Frage. Wir können hier auf jeden Fall nichts einloggen. Na. Wir sollten uns vielleicht erstmal hier umschauen. Das ist der aufwendigere Platz. Was ist denn da los? Okay, da unten geht auf jeden Fall was. Und das ist aber die Höhle, wo wir hin sollen, oder? Na komm, dann greift halt an. Out of our way. This ends now! Consider yourself finished! Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shia. Zum nächsten von denen. Na komm. Hi, Hoodle! Burning this Hol mal runter! Here I come! It's over! Diane, instant! Come on! Barely a blip on our radar. Gibt auch nicht mehr viel Erfahrung, irgendwie. Die bewachen auf jeden Fall den Höhleneingang. Das wäre ja eigentlich unser Ziel, oder?
Ich würde vielleicht trotzdem mal hier runterschauen wollen. Hier geht doch bestimmt noch einiges. Get lost! Come and face me! That's what I like to hear. Ja, die bringen jetzt auch nicht mehr viel. Ah, brauchen mal ein paar neue Gegnertypen, habe ich so das Gefühl. Weil die Erfahrungspunkte skalieren jetzt nicht mehr so. Gotta break through. Face with darkness. You got company. Take this. Here I go. It's over. You're mine. Raging Cascade, Gemini Aqua. Destroy it. Let's get you off. You're mine. Target practice. Das war's aber mehr. Why bother fighting them? Because I certainly won't run away from a battle. Okay, hier haben wir auf jeden Fall mal einen neuen Gegnertypen, wie es aussieht. Berserker. Ne, Berserker hatten wir schon mal. Aber ich glaube, die haben nicht schlechte Erfahrungen gebracht. We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. Did you just heal me? Yes. I need you, remember? Right. Sleep now. Freezing storm. There with take this. It's over. One more. You're on. Be still. Arrow the ball. You're on. You're my... No escape. Back into the fray. Raging Cascade. Mega Ray. You're on. Sleep now. Geht doch. So. Oh ja, das hat richtig was gebracht. Sehr gut. Okay. Da liegt auf jeden Fall noch was im Wasser. Und ich sehe da einen Hutel, wenn ich mich nicht irre. Also eine Eule. Trägt wieder ein Schwänzchen. Wolfsschwanz. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. So, da hätten wir einmal das und da glitzert auch noch was auf dem Wasser. Was ist denn hier hinten noch los? Naja, alles gut. Das habe ich mir schon gedacht, dass du runterkommst. Oh, hier ist ein Alpha-Eiswolf dabei. Na, ah, ich wollte doch gerade ausweichen, Mensch. So, das muss aber gereicht haben jetzt, so. I'm ready for the next battle. Ah, das war gar nicht schlecht. Salbei, ha? Rinwell. Eindeutig Rinwell.
So. Eigentlich wäre das jetzt wieder ein Job für Shion, aber ich kann zur Not auch runterholen. Together, that wasn't even a problem. Es sind noch viel mehr davon. Warte mal, da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Ist hier drüben, ne? Ich werde mal lieber speichern. Aha. Oh! Guck mal. Ein Schneidemblem. Mhm. The design of this equipment is really interesting. You must really like it, Alfin. Gut, okay. Hätte man die Frage auch beantwortet. Okay. Dann bleibt uns ja eigentlich nicht mehr viel mehr, als da in die Höhle zu gehen, aber das ist ja eigentlich das, wo wir hin sollten, ne? Dann würde ich glatt nochmal hier außen rumgehen für einen Moment. Farme hier noch das Dornenerz ab. Und guck mal, ob ich hier irgendwo wieder hochkomme. Aber an den Felswänden, das sieht es jetzt erstmal nicht so aus. Nee, müssen wir wahrscheinlich außen rum. Da warten aber noch ein paar Gegner auf uns. Und hier liegt noch Zeug rum. Orangengelee. Und Äpfel. Na, dann kämpfen wir halt. Little help. Das ging schnell. So, jetzt bin ich in der richtigen Richtung unterwegs, wie es aussieht. Jetzt kann ich entweder hier in die Höhle. Rinwell. Hey, Rinwell! What are you doing here? If the snake eyes spot you here, they'll... So you did make it back alive. Man, am I glad to see you safe. Barely. When we all got separated, I thought... They're fine. They all got back in one piece. Well, Azugul took a bite out of two of our guys, but what matters is you're safe. So, you gonna introduce me? Meet Alfin and Shion. I brought them with me from Calaglia. You mean you made it to Calaglia? Wait, this is it? Just the two of them? Where's the rest? Well, it's kind of a long story. It's best if I fill everyone in at once. Your call, Rinwell. But everyone will be dying to know. We better get back as soon as we can. Use this passage whenever you need to go in or out of the city. Stay away from the front gate, whatever you do. Okay. Ich verstehe. Ich will mich aber... Gut, wir haben einen Schnellreisestandort. Das ist gut, soweit. Ich möchte mich aber trotzdem noch mal oben umgucken. Deswegen, wir gehen noch mal hier zurück. Bei der Gelegenheit nehmen wir noch die Berserker raus. Here, let me help. First aid! Demon Fang! One more time! I'm not...
Demon Fang! Reload! Searing Divine! Reload! Onward and upward. Ja, das hat sich wenigstens von der Erfahrung her gelohnt. Bald alle Level 15. Schön. So, und bevor wir uns da jetzt zu sehr nähern, werde ich mal noch einen Speicherstand machen. Ich gehe halt immer extrem auf Nummer sicher. Ich weiß, aber was soll's. So. Aber ich glaube, das ist der Ort, wo wir nicht hin sollen, ne? Habe ich so das Gefühl. Aber den Kopfsalat will ich. Ich habe gesagt, ich will den Kopfsalat. Come one, come all. It's over. Let me help. First aid. Take this. Ja, ich habe selbst gemerkt, dass es sinnlos ist, so weit entfernt in der Luft anzugreifen. Barely a blip on our radar. Hm. Das sieht mir aus wie die Stadttore. Und ich glaube, hier sollten wir nicht hin. Wait, there are way too many snake eyes up ahead. War klar. Okay, wenn das so ist, dann drehen wir wieder um. Und werden beim nächsten Mal hier unten die Höhle betreten und mal gucken, was uns in dieser Höhle erwartet. Und ob wir da einfach so durchmarschieren können oder ob sich uns da noch das ein oder andere in den Weg stellt. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!